Hey liebe Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin der Julian und ich heiße euch herzlich willkommen zu, wie man es hier leider gerade nicht sieht im Hauptmenü, was mich ein bisschen überrascht, dem Silent Hill 2 Remake für die PlayStation 5. Ich wollte gerade sagen, im letzten Part haben wir, aber das ergibt gar keinen Sinn. Denn das ist ja der erste Part. Das Projekt geht heute los, wie ihr sicherlich im Monatsvorschau-Video schon gesehen habt. Läuft jeden zweiten Tag um dieselbe Uhrzeit, müsste 18.30 Uhr sein. Von mir aus gesehen ist das Spiel heute erschienen. Seit gestern hatte ich es im Briefkasten und morgen, also kommt das Video online. Also von euch aus gesehen ist das Spiel gestern rausgekommen, wenn ihr es direkt zu Release des Videos schaut. Also kurz zum Spiel. Das ist das 2024 erschienene Silent Hill 2 Remake. Demgegenüber ich offen gestanden erst doch etwas skeptisch war, so nach den ersten paar Trailern. Aber je mehr, jetzt habe ich hier das Cover verrutscht, je mehr dann doch gezeigt wurde und auch gepolished wurde, desto überzeugter wurde ich bis dahin, dass ich am Ende sogar echt richtig gehypt war und es vorbestellt habe und dachte, komm, das müssen wir jetzt eigentlich mal aufnehmen. Besonders, weil ich es euch ein Stück weit auch schuldig bin, denn vor ein paar Jahren, das müsste so vor 3 Jahren, glaube ich, gewesen sein, vielleicht auch schon vor 4, ich weiß es nicht mehr, habe ich eigentlich mal das HD Remaster auf der PS3 angefangen aufzunehmen, so 4, 5, 6 Parts oder so. Und dann gab es aber ein Problem mit dem separaten Aufnahmegerät, was ich für die PS3 benutzt habe, weil ich die PS3 mit meinem normalen nicht benutzen konnte damals. Und musste das Projekt daher gezwungenermaßen abbrechen und habe deswegen das Spiel selbst, also Silent Hill 2, auch nie weitergespielt. Und da dachte ich, ist das Remake doch jetzt eine gute Gelegenheit, um da nochmal, ja, das nochmal zu probieren. Ich bin außerdem euch kompromisshaft entgegengekommen, dass ich die Texte, wie man hier unschwer erkennen kann, auf Deutsch gestellt habe. Normalerweise spiele ich eigentlich komplett auf Englisch. Wir haben es jetzt so, die Synchro ist Englisch, die Texte auf Deutsch. Dachte ich, ist vielleicht für so ein deutsches Let's Play ein bisschen angenehmer zum Zuschauen. Und ich würde sagen, wir brauchen nicht mehr lang drum rumreden. Guck mal kurz auf meinen Timer. So, der läuft. Let's go. Also das Remake, wie gesagt, ist komplett blind für mich. Und vom Original kenne ich so die ersten, lass mich nicht lügen, vielleicht 2, 3 Stunden höchstens. Und let's go. Ich bin gespannt. Wir machen das einfach mal alles auf Standard. Was ist das hier? 90er Filter? Ne, das passt schon. Das lassen wir alles mal. Schwierigkeit, normal, Rätsel, normal, Interface. Normal. Grafik. Normal. Alles normal. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay. Das war wahrscheinlich der Ladescreen gerade. Could you really be in this town? Mm-hmm.
restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Alright, wir können uns bewegen. Oh mein Gott, ich bin sehr, sehr excited. Cool. Gucken wir doch erstmal, wie es sich anfühlt. Okay. Erstmal gut, nur... Ui. Ich habe das Gefühl... Sorry, ich habe das Gefühl, in der Vertikale hat das Spiel eine Kamerabeschleunigung. Kann das sein? Muss ich dann später mal in den Optionen überprüfen. Ausweichen, okay. Ich wollte eigentlich rennen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ach, da. Okay. Ja, diese Szene hier habe ich jetzt tatsächlich im Remake auch schon ein paar Mal gesehen. Ich war jetzt erst kürzlich, vor ein paar Wochen, auf dem Fantasy Filmfest. Falls euch das nicht sagt, das ist so ein Filmfest. Findet statt in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, München. Habe ich noch was vergessen? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe noch eine Stadt vergessen. Hannover? Ja, ich weiß es gar nicht. Und ist eigentlich, es heißt so Fantasy Filmfest, es ist aber mehr ein Horrorfilmfest, muss man sagen. Also die meisten Filme, die ich zumindest da schaue, sind upcoming Horrorfilme. Da habe ich zum Beispiel The Substance auch gesehen. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Anyway, und da lief auch vor so gut wie jedem Film vorher der Trailer zu dem Silent Hill 2 Remake. Und da sieht man auch kurz so ein bisschen... Ein paar Sekunden hier vom Anfang. Und natürlich kenne ich es auch schon aus dem Original. Was haben wir hier? Eine Karte. Karte von South Vale. Wo sind wir? Da unten. Aussichtsterrasse. Nathan Avenue. Die ist gesperrt. Da hinten geht es wahrscheinlich in das Dörfchen, was gesagt wurde. Aber können ja da nicht lang. Also müssen wir den Umweg über den Friedhof und die Ranch von Silent Hill am Tarlaker Lake entlang gehen. Wie es scheint, aber danke für diese Karte. Die nehme ich doch gern mit und die können wir so auch jederzeit öffnen. Das ist ja wunderbar. Sonst noch irgendwas Inventarmäßiges? Oh, Karte, persönlich. Das Foto von Mary. Wenden. Nichts. Okay, das ist deine Wife. Alright, was haben wir hier noch? Den Brief. In my restless dreams I see that town, Silent Hill. Ja, okay, das hatten wir ja gerade schon. Das hatten wir ja gerade schon gehört. Hier ist leider nichts. Soll ich nochmal kurz gucken, wenn ich hier direkt auf Lesen drücke? Ah ja, dann kommt es auch so. Okay. Gut. Die Trophäenliste habe ich mir übrigens mal bewusst nicht angesehen. Vielleicht scrolle ich da über die Nicht-Story-Trophäen bei Zeiten nochmal rüber, um zu gucken, ob man irgendwas noch mitnehmen kann auf dem Weg. Tarlaker Lake. Aber ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ich wollte meinen Spielstil nicht anpassen nach Trophäen jetzt in dem Let's Play und... Ich bin sehr gespannt. Man muss dazu sagen, es ist natürlich so, dass das Silent Hill Remake jetzt schon so ein bisschen in große Fußstapfen treten muss. Nicht nur, weil das Original halt ein absoluter Banger ist und so, sondern auch, was so das
das aktuelle Remaken angeht, ist natürlich recht krass, weil die Messlatten da gerade sehr hoch gesetzt werden. Also gerade in dem Genre ist natürlich, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, es wird wahrscheinlich nicht drum rumkommen, dass ich das ein oder andere Mal mit den Resident Evil Remakes vergleiche. Oder vielleicht auch von Remakes abgesehen, mal mit aktuellen Spielen des Genres, sowas wie Alan Wake 2 oder so, habe ich halt auch alles gespielt. Aber trotzdem versuche ich das Spiel möglichst individuell zu bewerten. Bisher ist es auf jeden Fall sehr schön. Man muss dazu sagen, ich spiele im Performance-Modus. Also, ne, es ist ja auf der PS5 üblich. Ich weiß nicht, ob ich das hier gerade zeigen kann. Hier, genau. Es gibt in der Regel mehrere Grafik-Prioritätsmodi, Leistung, Qualität. Bei Leistung, wie es da rechts auch steht, wird die Bildfrequenz bevorzugt, heißt, es läuft stabiler, flüssiger. Und im Qualitätsmodus sieht es halt besser aus, aber läuft dafür häufig nicht so flüssig oder hat sogar eine runtergesetzte, gelockte Framerate auf 30 FPS oder so. Ich weiß nicht, kann ich hier zwischendrin umschalten? Wir können ja mal kurz gucken. Ja, genau. Da sieht man es. Also ja, es sieht dann bestimmt einiges ein bisschen besser aus, aber mit diesem, keine Ahnung, höchstens 30 FPS kann ich halt, das ist nicht meine Welt. Das kann ich nicht. Da verzichte ich lieber auf ein bisschen Grafik und habe es dafür einigermaßen stabil. Das fühlt sich für mich wesentlich besser an. Gibt mir ein besseres Spielgefühl. Yes. Okay. Ja, was soll man sonst noch sagen? Ich bin sehr gespannt, weil... Speichern. Ja. Straße nach Silent Hill. Okay. It's like someone's groping around my skull. Ja, bin dann wohl ich. Ja, man muss dazu sagen, Silent Hill ist eigentlich genau ein Spiel für mich, nicht nur, weil ich Horror total liebe, sondern auch, weil eine der wichtigsten Sachen für mich in Videospielen, das werdet ihr jetzt schon 300 Mal gehört haben, wenn ihr andere Let's Plays von mir schaut oder geschaut habt. Ich rede gleich weiter. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No. Believe you, it's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Right. Danke für deine Hilfe. Kann ich mit dir jetzt nochmal reden oder bist du da? Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess.
It's just through the gate and down the path. You'll get there in no time. Okay, danke. Ja, also was ich gerade noch sagen wollte, Silent Hill ist jetzt nicht, zumindest meinem Empfinden nach, unbedingt dafür bekannt, irgendwie krass auf Gameplay zu setzen oder sonst was. Aber was, oh ja, moin. Moin. Was Silent Hill halt besonders verfolgt als Ziel, ist eine Atmosphäre zu erzeugen. Eine sehr tighte, sehr einzigartige, sehr intensive Atmosphäre. Und das ist jetzt das, was ich gerade meinte. Wenn ihr meine Let's Plays schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass Atmosphäre für mich das Allerwichtigste ist bei Spielen. Und es gibt Spiele, die können noch so kacke sein, mit noch so einer komischen Story, schlechter Musik, schlechter Grafik, was auch immer. Solange die Atmosphäre richtig stimmt, werden es für mich großartige Spiele sein, anders als Spiele mit einer schlechten Atmosphäre, aber gutem Gameplay und guter Grafik. Das würde für mich immer Priorität haben. Also ich würde zum Beispiel, ja, keine Ahnung, was weiß ich, Dishonored jederzeit einem Horizon oder sowas vorziehen. Keine Ahnung, mir fallen gerade keine guten Beispiele ansonsten ein. Quack, quack. Und Silent Hill setzt eben sehr auf Atmosphäre, das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen vorprogrammiert, dass es mir von vorne bis hinten gefallen wird. Aber mal gucken. Natürlich können solche Aspekte wie Gameplay und Co. und Technik die Experience auch zerstören. Aber gucken wir mal. So, Silent Hill Ranch. Hier soll ich anscheinend nicht hoch. Das ist okay. Entschuldigung. Aber bisher ist es auf jeden Fall sehr hübsch. Also, muss man schon sagen. Also die Umwelt, das ist sehr, sehr detailliert. Vor allem. Und sorry, wenn ich hier gerade überall immer die ganze Zeit hinrenne. Ich weiß schon, ich muss einfach diesem Weg folgen. Aber ich will mir das ja auch ein bisschen anschauen. Das auch ein bisschen, ne, auf mich wirken lassen. Ne? Thema Atmosphäre. Hier so dieser kleine Bach und so. Das ist schon alles. Das ist schon, das hat alles schon sehr was. Ne? Also ich werde hier nicht einfach strikt von A nach B rennen. Natürlich gucke ich mir jetzt nicht jeden Stock auf dem Boden an, so wie hier. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr viel Detail. Das interessiert mich. Das juckt mich. Das spricht mich schon mal an. Hallo? Ich weiß aber gar nicht, ob es irgendwie groß Collectibles oder sowas gibt. Ich glaube, ja. Aber ich weiß es nicht. Wenn, dann wahrscheinlich höchstens in Form von so Fotos und Dokumenten. Entschuldigung. Ach, wo kommt das denn her? Aha, das habe ich gesehen. Aber erstmal kurz hier Autoports, das wird zu sein. Yep. Und dann bin ich vor allem auch sehr gespannt. Ja, das Spiel hat natürlich dann auch ein paar Action-Szenen später, soweit ich weiß. Hello. Anyone in here? Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die im Remake sich so anfühlen werden. Da gucken wir erstmal. Went to town to get the window fixed. Spare keys in the drawer. Okay. Also ist wahrscheinlich zu hier, ne? Oh. Entschuldigung, wo kommt denn das Gähnen jetzt her? Ich hatte heute früh ein Vorstellungsgespräch. Bin daher ich etwas müde. Aber eigentlich fühle ich mich fit. So, Spare Keys in the Drawer, da sind sie. Das nehmen wir mit. Ist so irgendwas Spannendes hier drin? Sehr dunkel. Ich habe einen Schrank aufgemacht, aber ich sehe nicht, ob da was drin ist. Es ist zu dunkel. Aha. Ah, das ist die Tür, die gerade geschlossen war. So. Und jetzt haben wir einen Schlüssel, look aber hier rein. Und dann dürften wir doch, wenn meine Karte richtig ist, in der Stadt sein. Na, noch nicht ganz. Moment. Wir sind erstmal noch da bei den Autoparts. Da geht's auf die Nathan Avenue und von da aus kommen wir dann erst nach Silent Hill. Okay. Na gut, da sind wir doch noch nicht ganz da. Bitteschön. Hello. Is there anybody here? Who can tell me who I am? Or at least where I have been, because I think I'm lost and I cannot be found again. Sorry. Dieser Ohrwurm. Immer wieder da. So, was haben wir hier? Roadwork ahead. Sieht nicht so aus, ehrlich gesagt. Huch.
Warum wird das da jetzt gerade so gebrummt? Und warum ist da hinten so eine Störfrequenz als Geräusch? Was könnte das nur zu bedeuten haben? Wer weiß. Ich werde erstmal versuchen, mein bereits vorhandenes Wissen über das Original nicht so sehr einzubinden, sondern das komplett blind zu behalten, behandeln. Weil, wie gesagt, das ist nur so Halbwissen. Und so Halbwissen, damit dann jetzt irgendwelche Spoiler... Interessantes Straßenschild. Man nannte es auch, dieser Weg wird mit Kot beworfen. Oder so. Es ist echt schön. Auch wenn wir bisher noch nicht so viel gesehen haben. Das ist jetzt hier die Nathan Ave. Richt. Ich kann irgendwie nicht denken. Ich muss mir das nochmal mit den Aufnahmen überlegen heute. Irgendwie ist mein Hirn gerade nur so halb aktiv. Ah, da haben wir hier No Parking. Ja, kann ich den Strom mitnehmen? Nein. Will ich jetzt hier lang? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sieht ehrlich gesagt ziemlich scheiße aus. Also, sehr unhilfreich. Bist du auf? Auch nicht. Alles zu. Niemand will uns reinlassen. Also die Leute von Silent Hill sind auf jeden Fall nicht sehr gastfreundlich. Das müssen wir nochmal üben. Ist da schon wieder eine Blockade? Ich kann die Karte nicht öffnen. Da, jetzt. Wahrscheinlich nicht. Dann will ich erstmal kurz hier reingucken, weil ich will jetzt nicht aus Versehen schon den richtigen Weg gehen. Okay, da kann ich offenbar nicht weiter. Mir fällt auf, dass manchmal beim Laufen irgendwie so ein bisschen stockt. Keine Ahnung, woran das liegt. Ach so, und ich... Oh. Fängt gerade eine Sequenz an. Sekunde, ich wollte noch mal ganz kurz hier bei... Nee, bei... Sehe ich hier irgendwo was zu der... Kamera? Seht ihr da gerade irgendwo was? Kamera? Sowas wie... Controller-Empfindlichkeit, vielleicht bei Steuerung, Vibrationsfunktion, Sprint, Zielempfindlichkeit hier. Ich will einmal wissen. Trigger, ja. Hier ist nichts mit Beschleunigung. Okay. Na gut, machen wir weiter. Enjoy your stay. Reach Silent Hill. Und wir haben die Karte gleich noch bekommen. Ist ja wunderbar. Kann ich mir die andere trotzdem noch angucken? Ja. Okay, was haben wir hier? Sanders Street, Lindsay Street, Neely Street, Harris Street, Saul Street, Munson Street, Cuts Street, Nathan Avenue, Martin Street, Café Texas, Restaurant Gonzales, Neely Bar, Café America, Großmarkt, Happy Burger, Saul Street Apartments, Big J's, Restaurant Lucky J, Groovy Music, Woodside Apartments, Blue Creek Apartments, Rosewater Park, South Vale. Aha. Auf jeden Fall einige... Das ist eine Karte des Ostteils von South Vale. Okay. Das ist auf jeden Fall... Wir haben viele Anhaltspunkte, viele Hotspots, viele POIs... Aber ich glaube, wir haben gerade noch nicht so den Anhaltspunkt, wo genau wir hin sollen. Ne? Also es hieß ja... Oh! Moment. Oh, ich habe sogar vom Westteil noch eine Karte. Der Harris Cuts Munson. Ah ja, genau, da geht es hoch zu Villa Baldwin. Octantis Tankstelle. Reverie Theater. Mondlicht Park. Heaven's Night. Krankenhaus Brookhaven. Pete's Kegelbahn. Geschichtsverein Silent Hill, Jack's Motel, Randall Street, Carroll Street, okay. Diner am See. Aha. Tja, was ist jetzt der Special Place? Ist es der Park? Oder das Diner am See? Wer weiß das schon so genau? Aber das heißt, wenn wir jetzt... Guck mal, so habe ich dort in die Richtung...
will ich jetzt erstes gehen, weil da sollte ja eigentlich nichts mehr sein. Ne, das ist ja eigentlich nur... Hier sollte jetzt eigentlich eine Sackgasse sein und das war's. Theoretisch. Genau, hier links ist die Closure. Und rechts ist auch eine Closure. Das ist ja wunderbar. Wie die Sachsen jetzt sagen würden. Oder so. Oh moin. Okay. Ich hätte gern jemanden. Hallo, es ist open. Hallo? Hallo, ich bin der Julian. Oh. Ja. Miss Cassandra, ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt, aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Scary. Wer muss das nur gewesen sein und warum? Gab es diesen Blumenladen im Original? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. War es auch schon ein bisschen her und ich habe es ja auch nur ein kleines bisschen gespielt. Ne? Das, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. What is this? Erde. Hallo? Warum bist du eigentlich nicht... Achso, klar, du bist mit dem Auto nicht weitergefahren, weil wir mit dem Auto nicht weitergekommen sind. Logischerweise. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch die ganzen POIs einfach mal ab. In der Hoffnung, irgendwo eine Person antreffen zu können, die wir mal ein bisschen nach Weg fragen können oder so. Ich schaue natürlich trotzdem, ob hier irgendwo so Sachen rumliegen. Egal, ob Zettel oder... Verbrauchsgegenstände. Oder ob wir Leute treffen könnten. Unter Umständen. Das wäre doch mal ganz schön zur Abwechslung. Wir haben bisher nur dieses eine... Dieser... What the fuck? Okay. Das ist weird. Wir haben bisher nur diese eine junge Frau getroffen auf dem Friedhof, ne? Aber ansonsten sieht es hier bisher ein bisschen toter Hose aus. Das ist ja fast... Ach ne, kann ich den Witz bringen? Nee. Nee. Nee, den bringe ich jetzt mal nicht. Sanders Lindsay Street. Ich glaube, es wäre bestimmt auch voll die coole Herausforderung, wenn man... Warum hast du jetzt Sim gesagt? Es wäre bestimmt voll die interessante Herausforderung, das mal zu spielen, ohne Maps zu benutzen. Warum hast du hier jetzt gerade hm gesagt? Das. Ich wollte eigentlich weitergehen, aber dass du hier jetzt gerade hm gesagt hast, irritiert mich. Warum hast du das getan? Jetzt denke ich, da ist was. Warum sagst du hm? Naja, Gonzales Mexican Restaurant. Das war ein POI. Also. Hm. Diesmal verstehe ich, dass du hm gesagt hast, weil du wolltest da rein, aber es ist verschlossen. Oh, wow. Das ist echt. Hübsch. Also ja, man muss sagen, manche Sachen, wenn man so ganz nah rankommt, fangen sie dann an, ein bisschen verwaschen zu werden. Aber so gerade so dieses Gebäude aus der Distanz und so hier alles, das ist schon... Das ist schon... Das hat schon was. Da habe ich das Gefühl, das sah in den ersten Trailern noch maßgeblich schlechter aus. Hm. Wird das das Wort des Let's Plays? Hm. Wenn James und ich das weiterhin so aktiv benutzen, dann auf jeden Fall ja. Hm. Hm. Eine Kiste. Hm. Eine Treppe. Hm. 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 Vielleicht wird das auch das Wort des Let's Plays. Okay. Solid Auto Truck Repair wollen wir nicht. Das ist auch zu... Okay. Karte. Was ist der nächste? Das Kaffee wäre der nächste. Ansonsten könnten wir da oben rechts auch noch weitergehen. Das sind natürlich weite Wege. Ne? Da kommen wir dann schon fast wieder aus der Stadt raus.
Okay. Anscheinend wollen wir dem verfolgen, den wir da gerade gesehen haben. Machen wir gern sofort. Nur mal kurz, hier ist es Café Texas. Da ist offensichtlich auch was drin, was uns interessiert, aber wir kommen halt nicht rein. Wahrscheinlich kommen wir von der anderen Seite rein, aber hier hat jemand überall diese weirden Wände aufgestellt mit diesen weirden Bettlaken drüber. Oder was auch immer das sein soll. Ich gehe da auch sofort weiter hinterher. Wir hatten doch hier nur auf der Kreuzung noch irgendwas. Hier. Ja, es sieht nicht aus wie Erde. Es sieht aber auch nicht wirklich aus wie Blut. Es sieht aus wie... I don't know. Gebärmutterschleimhaut. Oder so. Hier schon wieder sowas. Betreten verboten. Gelände wegen Unfall gesperrt. Lebensgefahr für Sach- und Körperschäden wird keine Haftung genommen. Alright. Warum sind da manchmal dieses zittert dann so? Es ist kurz Stand, nicht Standbild, aber halt so feste Kamera. Und dann so. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Oh jo, moin. Das ist eine gute Frage. Hier ist auf jeden Fall was Doofes passiert. Ach du Scheiße, wird das auf der Karte aktualisiert? Noch nicht. Muss ich da noch näher rangehen? Muss ich es berühren? Nö. Es wird einfach gar nicht gemacht. Okay. Aha. Ist der Brie hier langgelaufen? Ich würde ihm gern folgen, aber bin mir nicht 100% sicher, ob das hier der richtige Weg ist. Auf jeden Fall höre ich interessante Geräusche. Hi. Würdest du dir vielleicht mal hier so einen Hammer oder so einen Schraubenschlüssel mitnehmen, so just in case, weil irgendwie... So, du kannst zwar wahrscheinlich noch gar nicht damit rechnen, was da wirklich gleich auf dich zukommt, aber... Ich sag mal, die Zeichen sprechen ja jetzt schon dafür, dass es irgendwie gerade nicht so endlos entspannt ist, eventuell. Und es wäre nicht verkehrt, dich für den Fall der Fälle zu bewaffnen. Schau dich nach Orten um, die mit weißem Stoff markiert sind. Du kennst solche Übergänge, mit denen du interagieren kannst. Ah. Oh, interesting. Okay. Ich gucke mich aber trotzdem erstmal auch weiter so um. Die Subtitle da gerade. Urx. Das ist schlecht. Lauf, James. Ach, guck mal hier. Ich glaube, das ist ein Speicherpunkt. Mal wieder. Dann würde ich sagen, liebe Leute, das ist doch eigentlich ein ganz guter Punkt, um den ersten Part hier an dieser Stelle mal zu beenden. Klick. Ah, wunderbar. Und ich würde sagen, wir haben erstmal einen ersten Eindruck gewonnen. Bisher ist es auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr close am Original. Wie es weitergeht, erfahren wir übermorgen im nächsten Part. Und ich bin hooked. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.